so viel Spaß. Ich liebe Übernachtungen. Ja, Jack und Jill, bitte danke deinen Leuten, dass sie uns bei dir übernachten lassen. Vielen Dank, Bob, für das Angebot, sich um uns zu kümmern, während sie weg sind. Hey, unsere Show läuft. Oh nein, wir werden die Show verpassen. Oh, mein Tablet ist nicht aufgeladen. Wir können nichts sehen, bis der Strom zurückkehrt. Oh nein, was machen wir nur? Wie wäre es, wenn wir uns Geschichten erzählen? Oh, das klingt gut. Ich kenne die Geschichte von Rotkäppchen. Aber wir kennen diese Geschichte schon. Wie wäre es mit Rapunzel? Auch schon gehört. Wie wäre es mit Geschichten, die ihr noch nie gehört habt? Aber woher kennen wir Geschichten, die wir noch nie zuvor gehört haben? Oh, ich erinnere mich, dass deine Mutter diese Bücher in diesen Schrank verstaut hat. Hier sind viele Geschichten, die ihr noch nie zuvor gehört haben. Du hast deine BFFs vernachlässigt. BFFs? Buchfreund für immer. Ein Buch ist toll. Es ist dein Freund. Du lernst so viel durch ein Spiel. In einer Ecke mit einem Buch. Geschichte es erzählt. Es kann dich in einen Bann ziehen. Aha. Und du fühlst dich gut, ob sitzend oder stehend. In einer Ecke mit einem Buch. Oh, das ist so eine tolle Geschichte. Es geht um einen Drachen, der tanzt. Bei mir geht es um einen Jungen im Dschungel. Mein Buch handelt von einer Zauberschule. Wow! Der Schakal in meinem Buch ist so schlau. Ich lerne neue Dinge. Mein Buch ist so lustig. Es geht um einen entzückenden, ungezogenen Hund. Die Bücher werden dich nie verlassen. So viel können sie dir beibringen. Öffnen deinen Geist, eine neue Welt findest. In einer Ecke mit einem Buch. Hahaha, yay! Oh! Der Strom ist wieder eingeschaltet. Sollen wir zu unserer TV-Show zurückkehren? Ach komm, Bob! Kinder! Willst du wirklich Fernsehen? Warum nimmst du nicht ein gutes Buch? Ja, Bob, das macht so viel mehr Spaß! Es ist so wunderbar! Ich werde jetzt so viele neue Geschichten zu erzählen haben. Psst, ich will lesen! Seid ihr alle bereit, eine BFF zu finden? Ein Buchfreund für immer? Sie sind einfach erstaunlich, weil sie Spaß haben können, während sie die neuen Dinge lernen und auch ihre Sprache verbessern. Finden Sie also eine Ecke und setzen Sie sich mit einem Buch hin. Aber stellen Sie sicher, dass Sie genug Licht haben, um Ihre Augen zu schützen. Nur zu probieren Sie es aus. Habt einen wunderbaren Tag, voller Freude, Lachen und Lernen. Bis bald! Also, Kinder, gespannt auf der Community-Mal-Wettbewerb? Oh ja, Bob. Ich habe meine Mama dazu gebracht, mir einen neuen Satz Pinsel zu kaufen. Ich möchte sie so gerne benutzen. Weißt du, ich denke, ich werde eine Vase voller Blumen malen. Ich möchte versuchen, einen Kanarienvogel zu zeichnen. Einen Regenbogen, das werde ich malen. Nun, ich habe zu Hause geübt. Ich habe Spud, mein Hündchen, dazu gebracht, für mich zu posieren. Oh. Das ist so toll. Ich bin sicher, du wirst den Wettbewerb gewinnen. Yeah. Yep. Ja.
Was ist los, Polly? Oh nein, ich habe mein Mauset und meine Pinsel zu Hause gelassen. Oh, kannst du nicht deine Mutter anrufen und ihr sagen, sie soll es herbringen? Sie arbeitet, Papa auch. Oh! Was mache ich jetzt? Ich kann nicht am Wettbewerb teilnehmen. Wenn du zeigen willst, dass du sorgst, gibt es etwas, das du kannst? Denn dein Freund ist in Not und helfen kann man in der Tat. Aha. Mhm. Polly, du kannst meine Pinsel benutzen. Ich werde nicht immer alle verwenden. Aber sie sind ganz neu. Und sie sind perfekt für dich und mich. Wenn du neben mir sitzt, kannst du meinen Malkasten benutzen. Jill und ich können ihre Buntstifte benutzen. Also kannst du meine benutzen. Oh ja, sicher. Oh wow, Leute. Seid ihr sicher? Natürlich. Ja. Oh, ihr seid die Besten. Ihr werdet den Wettbewerb gewinnen. Weil ihr wisst, wie man teilt. Weil es euch wirklich interessiert. Hey! Bob! Polly hat gewonnen! Gratuliere, Polly! Das ist wunderbar! Sie gewann auch einen Geschenkgutschein von neuen Spielwarenladen. Sehr gut, Polly. Polly, jetzt kannst du die Puppe kaufen, die du immer wolltest. Nein, Mary, ich werde die Puppe nicht kaufen. Oh, but... Oh, aber warum? Ich werde ein Brettspiel für 6 Spiele kaufen. Wow, wirklich? Ja. Wenn ihr nicht alle eure Farben, Buntstifte und Pinsel geteilt hättet, hätte ich nicht gewonnen. Also möchte ich jetzt etwas für uns alle machen und meinen Preis teilen. Oh. An meine Freunde, vielen Dank. Ihr macht Teilen so viel Spaß. Wenig geben, viel bekommen. Was für ein schöner, schöner Gedanke. Komm schon. Gehen wir in den Laden, bevor er schließt. Yeah. Denkt dran, meine Freunde. Wenn Sie wenig geben, bekommen Sie viel zurück. Also genießen Sie es, Ihr Spielzeug und Ihre Leckereien mit Ihren Freunden zu teilen und seien Sie nicht überrascht, wenn Sie es mit euch teilen. Habt einen wunderbaren Tag voller Freude, Lachen und Lernen. Peters Mutter weiß wirklich, wie man eine gute Party schmeißt. Schau dir an, was ich beim Sackhüpfen gewonnen habe. Und ich habe das im Löffelrennen gewonnen. Mary und ich haben ein Bleistiftset in Musikstühlen gewonnen. Ich konnte den Hotdogs nicht entkommen. Ich wünschte, es gäbe einen Hotdog-Ess-Wettbewerb. Ich hätte den ersten Platz gewonnen. Hey Bob, hast du auch was gewonnen? Naja, noch nicht, aber ich werde den größten Preis von allen gewinnen. Aber die Party ist vorbei, Bob. Noch nicht. Wer will das letzte Spiel mit mir spielen? Ich. Toll, wie wäre es mit einer Schatzsuche? Jetzt müsst ihr alle ein paar Handschuhe tragen. Oh. Wer spielen wir, Bob? Ah, sehr einfach ist das Spiel. Sie müssen nur auswählen und zielen. Mit den Handschuhen an deinen Händen such nach Papier, Flaschen und Dosen. Okay. Aber was machen wir mit ihnen? Was sagen die Tonnen? Lesen Sie es doch. Kommt schon, Kinder. Seht es euch an. Flaschen, Papier und Dosen. Also sammeln wir die Flaschen und werfen sie in die Flaschentonne? Die Dosen in die Dosentonne und das Papier in die Papiertonne. Stimmt das, Bob? Ja, Mary, du hast es verstanden.
aber wie ist das seine Schatzsuche? Was ist der Schatz? Ah, ich werde dir alles über den Schatz erzählen, sobald du das Spiel beendet hast. Sollen wir also bei drei anfangen? 3, 2, 1! Also sammeln wir die Flaschen und werfen sie in die Flaschentonne, die Dosen in Bier in die Papiertonne. Oh, oh, oh. Also, wer hat gewonnen, Bob? Wir alle, Jack. Was ist der Preis? Dieser größte Preis von allen, besser als ein Spielzeug oder eine Puppe, ist dieser schöne kleine Planet, das wir alle bewohnen. Ich checke es nicht, Bob. Lieben wir nicht alle ein sauberes Zuhause? Oh, das tun wir. Ich räume mein Zimmer jede Woche auf. Und ist die Erde nicht unser Zuhause? Sie ist. Also, wir haben uns gerade ein sauberes Zuhause besorgt. Ah ja, ich verstehe es. Das ist ein toller Preis. Aber was passiert mit all dem, was wir gesammelt haben? Eine Recyclinganlage, weißt du? Dorthin werden die Mülleimer gehen. Zerkleinert oder gereinigt werden sie sein, um wiederverwendet zu werden. Verstehst du nicht? Ah, damit wir nicht noch mehr Bäume fällen und unser Planet Erde fühlt sich wohl. Je mehr wir wiederverwenden, umso weniger haben wir zu verlieren. Exakt. Auf diese Weise verschmutzen wir die Umwelt nicht, indem wir mehr Flaschen oder Dosen herstellen. Ja, die Erde ist dank uns viel sauberer. Ja, wir können bessere Luft atmen und an einem besseren Ort leben. Ist das nicht der beste Preis, den man bekommen kann? Ja, Bob! Denkt immer daran, den Abfall aufzuheben und ihn in die richtigen Behälter zu werfen. Und glücklich und gesund zu sein und sich um unser Zuhause, den Planeten Erde, zu kümmern. Aha! Zeit zu gehen, Kinder! Ja, Bob! Ja, Bob! Ja, Bob. Also, ihr alle da draußen, wenn ihr euren Planeten liebt, zeigt, dass er wichtig ist. Reduziert Papier- und Plastikverbrauch. Recycelt alles, was ihr könnt und verwendet Dinge wieder, anstatt sie einfach wegzuwerfen. Das ist die Lektion des Tages. Reduzieren, recyceln und wiederverwenden. Habt einen wunderbaren Tag voller Freude, Lachen und Lernen. Bis bald!